Bleiben und mir nach. Nehmen wir mal die Scheide einfach mit. So, stellen wir einfach was drauf. Nicht viel Muni gerade. Aber wir müssen es ja ruhig. Scheiße. Was war das? Walker, schalt ihn leise aus. Ich gebe dir Deckung. Erledigt. Gut gemacht. Hey, wollen wir noch eine Basketball spielen? Ja, ich bin auf dem Weg. Los, mir nach. Das ist eigentlich unser Kollege. Und wie entscheiden wir das? Wir könnten Strohhalme ziehen. Such dir ein Ziel aus. Aber mach leise. Das kommt drauf an, wer die Strohhalme hält. Darfst sie auch halten, ich trau dir. Hast du überhaupt Strohhalme? Nein, war nur so eine Idee. Keine sehr gute. Ich meine, wir haben ja noch nicht mal einen Zweig. Nicht, dass du mal eine hättest. Hier, wir werfen meinen Orden. Bei Kopf bist du raus. Ansonsten ich. Klingt fair. Oh. Ihr werdet nie erfahren, was er gezogen hat. Suche Gold. Er ist tot. Schon gut. Alles okay jetzt. Danke. Na los! Haut ab! Nach der Zeitverschwendung hier sollten wir mal nach Gould sehen. Immer ruhig, Lugo. Das kommt noch. Alle Soldaten sind tot oder fort. Wir sollten außer Gefahr sein. Es ging nicht anders. Ein gegen zwei Menschenleben. Scheiße, er ist tot. Und was machen wir jetzt? Was zum Teufel ist das? Eine Karte. Ich schätze Gouls Einsatzplan. Das ist das Geld, von dem die Rede war. Na und? Gould war sogar bereit, dafür zu sterben, Lugo. Ich finde, das bedeutet ziemlich viel. Sorry, Alter. Ihr seht hier auf dem Präsentierteller, Walker. Okay, vorwärts. Bewegung. Wir sollten uns um die Leiche kümmern. Keine Zeit, Lugo. Ist zu heiß hier. Soll das ein Witz sein? Wir sind schuld an Goulds Tod. Er war selbst schuld, verdammt. Du bist schuld, weil du mich nicht hast schießen lassen. Es war eine Selbstmordmission. Das heißt nicht ohne Grund so. Wenn ich hier drauf gehe, lässt du mich dann auch liegen? Weiter so nervst, ja. Ich erschieß euch beide, wenn ihr jetzt nicht das Maul haltet. Los, weiter! Man weiß ja nie. Es ist eine verdammt schwierige... Das ist der Grund, was ich meine. Diese Aktion jetzt, was hat das jetzt zu bedeuten, dass ich ihn jetzt hab sterben lassen? Hätte ich ihn leben lassen sollen? Ich weiß es verdammt normal nicht, ey. Ich kann es nicht sagen. So, komm her. Irgendwer muss aufmachen. So ein Vogel hätte ich bei mir auch gerne stehen in Gold. Es ist zum Kotzen. Was meinst du damit? Es sind Menschen gestorben. Nicht nur Soldaten und Zivilisten, auch Gould. Unsere beste Chance, hier rauszukommen. Bring dich ab, Lugo. Wir hätten nichts machen können. Komm mir nicht mit abregen. Wir haben doch keine Ahnung, was wir hier tun. Ja, ganz recht. Wenn du auf Gould vertraust, hast du echt keine Ahnung. Mann, mir reicht's mit dem Scheiß. Fick dich! Ich tu wenigstens meinen Job. Du bist doch der, der am liebsten immer abwartet, bis sich die ganze Scheiße von selbst regelt. Meinst du, ich sehe gern Menschen sterben? Hä? Meinst du, ich werde da nicht mein Leben lang dran kauen? Hört auf! Hä? Schluss jetzt! Aufhören! Alle beide! Scheiße, was ist los mit euch? Wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet und ihr prügelt euch im Dreck wie zwei verdammte Teenager. Ihr seid Delta Operators. Benehmt euch auch so. Also dann. Alles klar? Ja. Lugo?
Ja, Sir. Gut. Also dann weiter. Oh Mann, ey. Ein Mann mit Geduld. Wo sind wir hier? Nach Gulls Karte liegt das Gate direkt vor uns. An alle Jungs in Braun draußen im Radioland. Ich freue mich, mitteilen zu können, dass Agent Gould ausgecheckt hat. Die nächsten in unserem Countdown? Agent Briggs, sowie Captain Walker und die Delta Boys. Also dranbleiben, wachsam bleiben und viel trinken. Radio Man, Ende. Dummer Pisser, ey. Also wir müssen die Sache schnell hinter uns bringen, also schnell vorwärts hier. Wir können nicht so lange rumfuckeln. Das muss dieses Gate sein. Adams, kümmere dich um die Wache. Bin dabei. Schlaf gut, Wichser. Okay, Logo. Wer ist unser Gegner? Eine Armee. Grob geschätzt. Allerdings. Wie kommen wir da durch? Das könnte helfen. Okay, mach's klar. Das ist wohl ein Witz, oder? Das ist weißer Phosphor. Ich weiß, was das ist. Ihr wisst, was das Zeug anrichtet. Das können wir nicht tun. Wir haben vielleicht keine Wahl, Logo. Man hat immer eine Wahl. Nein. Haben wir nicht. Wir können nicht anders. Wir müssen das scheiß Phosphor hier benutzen, ey. Du zielst, Walker. Wir feuern. Okay, bereit zum Feuern. Ist das ein Befehl? Ja, ist es. Gut. Starte Kamera. Oben! Balkon! Eindringlinge! Kamera online, Sir. Zielerfassung online. Bereit? Wir wären dann soweit. Feuer! Feuer auf mein Ziel! Wir gehen ausreichen! Bereite Mörder vor! Feuer! Der Gegner neutralisiert. Feuer. 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 Du hast nicht gerade begleitet davon. Feuer. Wir sind hier. Feuer auf mein Ziel. Down. Ja. Scharfschützen erledigt. Wir gehen noch. Was will er? Was ist das hier? Weg damit! Feuer! Ambi ist zerstört. Was haben wir noch? Oh, sind noch zwei Gegner. Logo, mir macht's auch keinen Spaß, weißes Phosphor zu verwenden, aber wir können nicht anders. Beim Graben! Ziel gesichtet! Feuer! Bereit zum Feuer! Hammer ausgeschaltet! Keiner rührt sich mehr. Das war's. Er hat recht, Walker. Okay. Das war's. Los, runter da. Ich will beim Gate sein, bevor Verstärkung anrückt. Dann wollen wir jetzt das Chaos mal ansehen, was wir angerichtet haben. Hast du verdient, du Affe. Das war zu viel. Nicht reden. Ja, klar.
Los, kommt weiter. Ist da jemand? Bitte, ich stecke fest. Ich spüre meine Beine nicht. Das Feuer kommt näher. Immer näher. Walker, komm schon, Mann. Wir können nichts für ihn tun. Ich wüsste nicht, wie ich ihn retten soll. Oh. Scheiße. Oh, Kacke, Alter, ey. Komm jetzt. Er ist schon tot. Da wird sich mein Psychiater einiges anhören müssen. Warum? Habt ihr euch selbst eingebrockt? Wir wollten helfen. Was? Oh nein. Haben wir gemacht. Ach du Scheiße. Sind das ja Zivilisten? Wo kommen die her? Hier gibt's kein Lager. Die haben sie aus dem Nest verschleppt. Aus dem Hotel an der Sturmwand? Nein, nein, nein. Das hier können nicht die entführten Zivilisten sein. Unmöglich! Doch, sie sind's. Darum hat Gould den Laden gestürmt. Er wollte gar nicht das Geld. Er wollte seine Leute retten. Das ist deine Schuld, verdammt! Hörloser Affen. Aber so ist es. Er wollte sie hören. Keine Wahl! Er hat uns zu verdammten Killern gemacht. Nein! Reiß dich zusammen! Hörst du? Wir müssen weiter. Was? Hier kommt jeden Moment Verstärkung an. Wir müssen weiter. Aber Walker, du willst... Ich sorge dafür, dass die Schweine büßen für ihre Taten. Also seid ihr dabei oder nicht? Alter Schwede. Alter fucking Schwede. Oh Leute, es tut mir gerade wahnsinnig leid, aber ich habe gerade echt Tränen in den Augen. Hammer. Einfach nur Hammer. Was wäre passiert, hätten wir jetzt nicht mit den Mördern drauf geballert, sondern wären einfach runtergegangen. Hätten sie auch auf uns geballert? Oder hätten sie uns in Ruhe gelassen? Puh. Alter fucking Schwede. Ich habe echt gerade Tränen in den Augen, das gibt's gar nicht. Fuck. Leute, großen Respekt an die, die meinen, die Armee ist für sie das Richtige. Die so eine Scheiße sehen und trotzdem noch an jeden Tag weitermachen können. Respekt an euch, Leute. Respekt.
Ich würde eingehen. Ich würde richtig eingehen, glaube ich, ja. Puh, Leute, ich glaube, ich mache erstmal eine Pause hier mit. Ich bin gerade voll durcheinander. Ja, gut, nee, das belasse ich hierbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, man sieht sich irgendwann mal online. Tschaußen.